Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Zombie. In der heutigen Folge werden wir die Atombombe detonieren lassen. Ach, wir sind direkt hier, ist ja auch sehr witzig. Da kommt die Bombe. Der Pyrotechniker wird auch gleich ankommen. Öffne die Abdeckung der Atombombe. Verbinde die Atombombe mit den Kabeln. Nimm den Fernzünder. Gelange an einen sicheren Ort und sprenge die instabile Atombombe. Zack. Müsst ihr hier mal durch? Ich muss nämlich gleich mal eine Bombe sprengen. Oh, cool. Das ist immer noch ein ein Strahlungsfass. Oh, hier noch eine Falle. Falle. Okay. Keine Falle. Scheiß auf das Strahlungsfass. Der Bär darf mich nicht anspringen. 0,9 Schaden, das ist aber eine echt harte Strahlung. Von hier einfach mal den Bolzen rausgenommen. Echt ekelhafte Monster, die sie mir gerade entgegenstrecken. Finde ich etwas ungeil. Kann ich mich da rein verziehen? Tatsächlich. Hä? Alter, wo bin ich denn? Ja gut. Kannst du doch bitte mal sterben? Du hast schon eh zwei Magazine, glaube ich, gefressen. Zwar ohne Fokus, aber es macht da nichts. Vor allem, ich gehe da rein. Ich denke, ich gehe so in ein Häuschen rein. Was passiert? Ich komme auf eine ganz andere Ebene hier. Holy shit. Bestimmt irgendwo ein... Ne. Alter, wo bin ich hier? Kein Plan. Warum nicht mal ein Tresor? Nicht mal ein Tresor. Ja, hätten sie wenigstens geben können, die Geizhälse. Na gut, eine Atombombe zu sprengen ist auch nicht so ohne, ne? Willst du noch Nachschlag? Ist hier eine Falle gewesen? Nee. Neu. Hier ist eine. Ich weiß nicht, ob die... Ah, guck mal, das ist vielleicht ein Strahlenschutzbunker. Stimmt. Bist du sicher, dass wir genügend Sicherheitsabstand haben? Das werden wir rausfinden. 5, 4, 3, 2. Nichts passiert? Was ist los? Keine Ahnung, ich sehe mir das an. Der Typ wird weggesprengt. Oh, jetzt. Ein Atompilz! Das ist ja ein Atomlolli. Vor allem erst im Strahlenschutzanzug und ich nicht. Na ja, doch, jetzt wird's zum Atompilz. Ey, ich will auch was sehen. So Schmuh ist das. So, kommen wir hier rein?
Hey Bro, oh. Das erinnert mich so ein bisschen an The Walking Dead, oder? Schön mit. Oh, die Pizza ist noch lecker. Schön mit Handschellen an die Heizung gefesselt. Ah, oh, das ist echt abartig. Ein grausamer Tod. Vor allem, wenn man dagegen nichts tun kann. Man kann dann einfach nur. Einfach nur abwarten, ob man stirbt oder nicht. Oder ob einer einen doch noch rettet. Ja, wo geht's hier lang? Hier gibt's alles nichts. Welcome! Was jetzt ist überall nischt? Nischt es hier. Guck mal, gibt's hier da geheime Zeichen. Haus plus. Irgendwie ein markiertes Haus. Wahrscheinlich, dass man das schon abgegrast hat. Aber interessant. Gibt hier viele. Viele Orte, wo man langlaufen kann, leider ist es sinnlos. Aber es ist immerhin besser als sonst. Wo einfach nichts da ist. Nichts. Nichts. Gehen wir erstmal zu Jack. Oh, der Händler hat. Ach nee, ich kann da meinen Schrott verkaufen. Hier, nimm ihn. Ach, da schon wieder so viele Bohnen. Hattest du Erfolg? Die Atombombe ist neutralisiert. Gute Arbeit, jetzt können wir in Ruhe schlafen. Danke für deine Hilfe. Ich bin mir sicher, dass ihr das ein oder andere entbehren könntet für den Aufwand. Du hast uns vor der Vernichtung bewahrt. Du hast etwas verdient. Such dir was aus. Mal Geld mit. Wir werden uns sicher wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, mit Doppel-S oder SZ geschrieben. Mit einem S. Mary hat eine Mission. Oh, interessant. Und Anna auch. Zum Glück habe ich dich gefunden. Ich habe herausgefunden, dass Rattle eine Gruppe loyaler Untertanen im Gefängnis anführt. Erzähl mir mehr. Kümmere dich um sie, damit wir das Vermächtnis von Rattle auslöschen können und es sich nicht weiter verbreiten kann. Und Anna? Ich hasse Spinnen. Ihre Netze sind überall. Schrecklich. Tut mir leid. Brauchst du etwas? Spinnen? Was hast du denn Problem mit ihnen? Ich bin der Wartungsleiter und die Spinnen werden alle meine Geräte zerstören. In den Bergen gibt es viele von ihnen und irgendwo im Labor muss ein Nest sein. Ich habe herausgefunden, dass sie verrückt nach Süßigkeiten sind und dann werden sie aggressiv. Könntest du sie in der Basis in die Berge locken und sie vernichten? Ich habe keine Angst vor Spinnen, ich kümmere mich drum. Das sehe ich aber anders. Oh, Joanne hat auch noch was. Unser Vater ist tot, das ist schrecklich. Wieso er? Wieso? Wenigstens habe ich dich, Bruder. Wir müssen den Bastard Smith umbringen und das Heilmittel zurückholen. Wenn du etwas brauchst, komm einfach zu mir. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Ich glaube, den Questschritt gibt es noch nicht, oder? Mit Smith. Ja. Ist im Update noch nicht drin. Ach komm schon, ich würde das Spiel ganz gerne einfach mal abbrechen. Das ist übrigens so, wenn ich merke, dass das Spiel kein Ende hat, werde ich sofort abbrechen, ne? Ich habe keine Lust, immer wieder auf Updates zu warten. Ich möchte das Spiel auch irgendwann mal beendet haben. So. Let's go. Erstmal Gefängnis. Erstmal das Entspanntere machen, bevor wir uns diesen ekelhaften Spinnen widmen. Und guck dir mal auf den Boden. Störe alle Markierungen von Rattle. Ja, fies. Guck mal, kann das sein, dass sie das auslösen würde? Geh mal lieber hier rein. Oh. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Vergaß, dass wir diese bescheuerten Banditen hier sind. Zombies ahead steht da drauf. Auf dem. Was? Ich hab trotzdem Angst davor. Kann ich das bitte entschärfen? War schon entschärft. Überall Fallen. Eklig. Ah ja. Oh, der hat aber lang durchgehalten. Wie Leben der hat, Alter. Holy shit.
Kann wahrscheinlich auch auf seinen Rücken ballern, oder? Aua. Auch voll bescheuert, dass die das nicht hören, das ist so unlogisch. Ich schallt alles durch den Raum. Was machen die? Ja, ich dachte. Alter! Bruder, was ist das denn? Und die reagieren da gar nicht drauf. Oh, hier ist ein Thron. Whisky! Nimm eine Stange Dynamit. Aua, 1,6 Schaden. Du hast eine Schrotflinte, kannst du eh vergessen. Der brennt da die ganze Hütte, ey. Oh no. Das war einfach. Damit das so schwer war, war es echt einfach. Hey, das du den Meetup dreimal. Wie ist das an, Mann? Oh, die verbuggten Soundeffekte. Gott, das schreckt mich nicht so. Handbuch erste Hilfe, auch sehr interessant. Und du siehst das Ding auch nicht, ne, wenn er ballert. Er ist ja runtergefallen. Schöner Kräutergarten, interessant. Also ein Schuss! Ja Gott! Piu! Hier wieder ringen. Und auf der anderen Seite noch. Einfach ein Meister in meinem Fach. Hallo? Ist da noch jemand? Ist da noch jemand? Hallo? Bist du ein Tresor? Oh, schade. Jetzt kommt das noch ekelhaftere. Ach, ihr. Aha. Was streut Zucker, um Spinnen anzulocken? Wir haben wenigstens ein ziemlich weites Areal. Ich kann nicht ja auch. Wo verstreue ich denn den Zucker? Ah. Stehe. Sehr gut. Weiß ich schon mal, wo ich hingehe. Wo ich sofort hinrennen werde. Wollte ich vorher mal ganz kurz noch zwei Bohnen rein snacken. Was steht da, Alter? Alles gut. Irgendwas anderes habe ich gerade gelesen.
Alter, wo willst du mich hinlocken? Weit weg von meinem. Achso, das ist ein Klohäuschen. Weit weg von meinem Maschinengewehr. Na, ich glaube, da müssen wir jetzt langsam schon hin. Ah ja, okay. Alle Dude, alle Dude. Verteidige die Mauer. Du, das echte Spiel wohl nichts von mir. Und einfach nur die Mauer kaputt machen. Das ist so abartig, wie viel Leben die haben, oder? Oh. Ich würde mal, muss den auf den Sack hauen, aber das ist kein Headshot. Sondern wirklich auf den Kopf geschossen werden. Warum, die siehst nicht, sind die tot oder leben die noch? Ach, der lebt auch noch. Ich dachte, der wäre schon tot. Wie viel Leben die haben? Setz dich hinter den Mörser. Aha, wir haben noch einen Mörser? Interessant. Ah. 31 Gegner. Auch wieder Spinnen? Deutlich mehr Damage machen wir dadurch. Und hat auch AOE-Schaden. Im Endeffekt hat die Mauer so viel Leben, das ist eigentlich egal. Ich kann dauerhaft einfach hier hin zu mir hinballern. Ich kriege keinen Damage ab. Die Spinnen können gar nicht so viel Schaden machen, um die Mauer zu zerstören. Wenn man sich selbst verletzen könnte, wäre das was anderes. Da müsste man tatsächlich mal ein bisschen aufpassen, wo man mit dem Mörser hinballert. Aber so ist tatsächlich, naja. Nicht schwer. Schnell weg hier, ey. Ach. Ich ekelhaftes Spinn. Weg mit euch! Ein bisschen Muni. Jack? Naja, der Händler will Schrott haben. Nächste. Nimm mit. Nimm mit. Was haben wir da, eine Granate? Mhm. Hier ist der Energy. Und die Granate ist recht selten, dass ich die kriege. Packen wir die mal rein. Hattest du Erfolg? Quest abgeschlossen. Meine Quellen sagen mir, dass eine kleine Gruppe von Untertanen einen geheimen Unterschlupf im Tunnel hat. Finde heraus, wie man dorthin gelangt und verbrenne alles, damit das Vermächtnis von Rattle ein für alle Mal los sind. Dunkles Versteck. Das waren ganz schön viele, aber sie sind jetzt tot. In den Bergen ist es jetzt viel friedlicher, aber die Bohren sind immer noch voll von ihnen. Ich brauche einige außergewöhnliche Granaten, um dort alles zu vernichten. Hast du welche für mich? Ja, ich muss sie nur ablegen. Ich habe ja ein paar. Toll, ich werde sie sofort vernichten, bevor sie erneut etwas zerstören. Viel Glück. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wir haben Level Up. Ja, Crit können wir jetzt tatsächlich erstmal nicht machen. 50, jetzt brauchen wir auch wieder 3 davon. Ach komm, machen wir das. Ist beides lila. Sieht schön aus. Was haben wir denn sonst noch? Heilen? Nee, eigentlich nicht. Auch nicht. Tatsächlich müssen wir jetzt weitermachen, ne? Sonst ist besonders nicht so geil. Sieht nicht so hübsch aus. Oh, die beiden sind weg. Achso, der sowieso. Aber Thomas ist auch weg. Okay. Da muss ich sagen, meine lieben Freunde, wir machen an der Stelle keine Pause. Beim nächsten Mal machen wir noch die. Ich denke mal, so viele Missionen werden es tatsächlich nicht mehr sein. Machen wir die restlichen Missionen noch einmal hier und dann haben wir, glaube ich, in Springfield noch was zu tun gehabt. Ja, bis dahin, eure Leute. Ciao, ciao.